So, okay, also ich würde sagen, huhu, wir gehen mal da schön zu dem blauen Licht und retten den netten Piloten. Upsala. Auf geht's. Da lagen Alles doch. sauber. Oh. Oben kennt Spiel niemand. Ups. Mag sein, aber Befehl ist Befehl. Ich gehe runter zu den anderen am Flugzeug. Du durchsuchst diese Ruinen. Ja, ich fange gleich damit an. Zeitverschwendung. Okay. Oh nein! Ganz, ganz blöd. So, mal schauen, ob wir den überraschen können. Können wir nicht. Wow. Den Molotow-Cocktails. Oh nein. Ganz schlecht. So, jetzt aber. Und er stirbt nicht. Nein. Jetzt aber mit dem Headshot fliegen die ja mal richtig weg. Coole Sache. Bergungsgut gefunden, jawohl. Ist da jemand? Was? Ich bin hier, Reyes. Wie ist die Lage? Wir sind einer Gruppe Männer zu einer Art Stadt gefolgt. Dieser Ort ist verrückt, Ross. Was zum Teufel machen die hier? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Irgendwas von Sam oder Whitman? Noch nicht. Ist Lara bei dir? Ja, wir steigen bald den Berg runter und stoßen dann zu euch. Okay, wir gehen ein Stück näher ran. Halte diesen Kanal frei. Okay, wo der andere hin ist, weiß ich noch nicht. Ich will auch noch mal trotzdem hier in diese Hütte gucken. Und das lohnt sich. Oh ja, oh ja, oh ja, neue Modifizierung. Das hat sich richtig gelohnt. Cool. Ich bin mal gespannt, was es gibt. Benutzt in der traditionellen japanischen Kräuterheilkunde oder Kampo. Die Fiole wurde anscheinend vor vielen Jahren versiegelt. Okay. Und dann schauen wir uns die mal an. Na? Also ich könnte schwören, dass da. Also mein Controller vibriert, ja. Irgendwas. Das sind wahrscheinlich Maitake-Pilze zur Stärkung des Immunsystems. Auch bekannt als tanzende Pilze. Ja, genau. Stärkung des Immunsystems. Wie man es von Pilzen nun mal so kennt. So, was ist hier? Da drin liegt noch ein Buch. Wie komme ich denn wohl daran? Kann ich hier irgendetwas anzünden? Nein. Aber vielleicht kann ich hier einfach hochrennen. Auch nicht. Übers Dach würde ich jetzt erstmal sagen, auch nicht. Durch das Fenster? Weil das sieht doch so komisch aus. Tja, das kann ich schlecht testen. Ich würde da gerne noch das Buch holen, ehrlich gesagt. Hier unten rum vielleicht? Nee, da komme ich nicht rein. Komme ich nicht rein, okay. Komme ich irgendwie von unten da dran? Sieht auch nicht so aus. Okay, lasse ich jetzt leider erstmal zurück, dieses Buch. Hallo Hase. Treffer. Uah. So. 15 Erfahrungspunkte gibt es sogar.
Und es gibt auch Erfahrungspunkte. Ja, dann würde ich mal sagen, hängen wir uns hier dran. Was war das? Ein Schuss oder so? Aha, da, wenn ich dahinter komme, kann ich auf jeden Fall hier noch zu dem Typen ran. Okay. Das ist mit Überlebensinstinkt angezeigt. Das Licht hier aus. Okay, da unten ist auch einiges zu tun. Ich möchte aber erstmal hier oben lang. Das wäre ja eigentlich auch der Hase. Der direkte Weg. Was? Das kann doch gar nicht sein. Jetzt ist er weg. Na, ganz toll. Da ist das Signal. Okay. Dann machen wir uns hier auch mal schön eine Schnur rüber. Und einmal absteigen. Hallo? So. Mit der Fackel wollte ich da nicht rauf. Nicht. Ja, warte, bis ich fertig bin. Ups. Ich wollte jetzt mal nicht mein Kletterwerkzeug so weit oben hängen lassen. Na, das war doch mal gar nicht so schlecht. Ich dachte zwar gerade, dass der erste Typ nicht gestorben ist. Also, dass ich ihn nicht so tödlich erwische, aber habe ich wohl doch. Ich gehe jetzt erst nochmal hier ums Eck. Da gab es ja auch noch so eine Statue. Ich weiß, dass ich schon eine vergessen habe. Ja, das weiß ich. Durchaus. Da sitzt doch ein Vögelchen. Nein, war das schlecht. Jetzt sind sie beide weg. Was ist denn da los? Darf ich hier einfach runterhüpfen? Oder ich mach's einfach mal. Wir werden schon sehen, ob ich dann drauf gehe oder nicht mehr zurückkomme. Also. Vielleicht mache ich erstmal. Naja, nee. Hä? Hier war ich doch schon mal. Das ist doch auch da, diese Statue, die ich beim letzten Mal. Oh. Die ich da beim letzten Mal nicht anzünden konnte. Ah, weg ist ja der Vogel. Ich wollte noch ein paar EP sammeln, indem ich die Vögel hier mache. Oder überhaupt Tiere so ein bisschen nebenbei mal erlege. Und vielleicht findet man ja auch das eine oder andere Interessante. So, jetzt wird es dann doch spannend. Das war ja wahrscheinlich gerade, was ich hier gemacht habe. Ein riesen Fehler. Obwohl, gut, dass ich mal drauf gedrückt habe. Ups, Entschuldigung. Ja, ich komme anscheinend doch wieder zurück. Oder? Oder doch nicht. Ich müsste ja da zurück.
habe ich gerade etwas verwirrt. Ja, das wird nicht klappen. Ich dachte eigentlich, vielleicht hängt sie den ja irgendwo hin. Oh Gott. Ich probiere jetzt mal was, mal schauen, ob ich es überlebe. Ich kann es nicht, was ich probieren wollte. Okay. Dann probiere ich was anderes. Mal schauen, ob ich es überlebe. Ja. So, das könnte klappen. Wuhu! Ich komme wieder zurück. Oder ich kann hier weitergehen. So. Gut gemacht, Lara. Oder unten war Bergungsgut. Da muss ich mal... Ups, das wollte ich nicht. Da muss ich mal schauen, ob ich da nachher noch irgendwie hinkomme. Ich glaube aber schon, so wie das Ganze hier aussieht. So, was ist hier? Geheimes Grab in der Nähe. Ich gehe da einfach mal rein. Ach, sie macht es wieder von selbst. Die macht sich von selbst das Licht an. Nur, dass hier keine Missverständnisse kommen. Ja, so. Lauf, Lara, lauf. Dass die immer so schleichen muss, wenn die sich, also wenn die gebückt läuft. Hier nochmal auf. Und da trampeln wir nochmal alles kaputt. Ist zwar eine Grabräuberin, aber die hat trotzdem keinen Sinn für so alte Sachen. Ich hoffe mal, dass es hier nicht so... Ach, komm schon, mach's kaputt, mach's kaputt. Dreht drauf. Ich kann's nicht. Ich hoffe mal, dass nicht wieder so ein Wolf oder so kommt. Also, weil die irgendwie habe ich gefressen. Oder sie mich. Hey. Was ist denn hier los? Sieht sehr ungemütlich aus. Das muss ich jetzt aber doch mal sagen. Aha. Ich weiß noch nicht mal, wo ich hin soll. Oh, Lager, Lager, Lager. Was war das? Egal. Lager, Lager, Lager. Zu Recurve. Ich kann meinen Bogen zu einem Recurve-Bogen machen. Ja, natürlich. Ist doch logisch. Das mache ich, weil ein Recurve-Bogen anders ist. So, was kann ich jetzt dran machen? Was war Schlüsselring? Habe ich gerade irgendwas gelesen? Schlüsselringabzug. Oh, der sieht jetzt auch schick aus. Sieht man den jetzt vorher nochmal? Nein, aber der sieht toll aus. Abzug aus einem Schlüsselring, der eine höhere Schussfrequenz ermöglicht. Na, perfekt. Das wird doch direkt gemacht. Dann kann ich mir irgendwann mit dem Bogen schießen wie mit einer MG. Ratatatat. Thank you.